Hallihallo und herzlich willkommen hier in Schnubbis Playground zu einer weiteren Folge Let's Play VR, PlayStation VR, um genau zu sein. Und zwar die PlayStation VR Demo, die gratis dabei war. Ich setze mich hier schon mal wieder auf. Nicht lang schnacken, Knopf im Nacken. Wir haben hier 9 verschiedene Demos, beziehungsweise 8. Das eine ist ja nur ein Store, wo man die ganzen Spiele dann kaufen kann. Wayward Sky, Drive Club VR und Tumblr VR haben wir ja schon. Machen wir heute einfach mal von oben nach unten durch mit PlayStation VR Worlds. Das ist ja auch noch so eine Spielesammlung. Und ich bin mal gespannt, was es da so gibt. Oder wie die Spiele sind. Was es gibt, ist ja eigentlich schon bekannt. Oder zumindest nicht, was man in der Demo spielen kann. Spieleaufzeichnung fortgesetzt. Ja, die Aufzeichnung läuft, aber nicht über dich. PlayStation VR Worlds 2016 Sony Interactive Entertainment Europe lese ich jetzt nicht alles vor. Ist die Episode schon vorbei. Jetzt ist der Monitor plötzlich da unten. Vorhin war er noch da oben. Nice. Was bist du denn? Fett. Ich meine, das ist so ein billiger Trick, aber irgendwie macht das voll Laune. Ich könnte mich jetzt hier schon im Menü die ganze Zeit aufhalten. Leider geht das nicht mit den Händen einfach. Aber egal. PlayStation VR Worlds, gehen wir mal rein. Ocean Descent. Scavengers Odyssey. Boom! Egal, wir fangen mal von vorne an. Und das ist hier im Ocean und macht meinen Controller ein bisschen nass und dementsprechend kaputt. Steig hinab in die Ebenen des Ozeans und erlebe die unglaubliche Unterwasserwelt um dich herum. Kann im Sitzen oder im Stehen gespielt werden. Wird mit dem VR-Headset gesteuert. Ja, ich sitze schon, deswegen bleibe ich jetzt auch sitzen. Unterwasserwelt rund um deinen Käfig. Das ist ungefähr das gleiche wie eben. Tauchgang wählen mit Naturerlebnis. Begegnung mit dem Hai ist gesperrt. Okay. Korallenriff ist auch gesperrt. Na, dann Naturerlebnis. Also gesperrt halt, weil es Demo ist. Offensichtlich, aber eigentlich hätte ich auch das Original spielen können. Fällt mir gerade mal ein. Neue Zentrierung. Halt, Options-Button, um in der... Ja, schau dich um und genieße das aus... die Aussicht. Zum Spielen X drücken. Oh, abwärts. Was macht da bitte ein Eimer am Käfig? Noch dazu ein Lehrer, der da festgebunden ist. Geht man nicht mehr ab. Eine Lampe auf dem Kopf. Oh. Könnte man glatt Höhenangst kriegen, obwohl ich im Wasser bin. Unter Wasser. Wie die auf meine Lampe reagieren und sich zuziehen da. Ein Roch. Mehrere Rochen. Ihr habt Steve Jobs getötet, ihr Schweine. Steve Irvine hieß der, glaube ich. Hätte fast Steve Jobs gesagt. Wenn wir jetzt ganz schnell runterfahren, erwischen wir ihn noch.
sehr emotionale Musik dabei, die ich jetzt mit meinem Geplapper zerstöre. Ist ja schon was geil, wa? Allerdings mehr so eine Demo, guck mal, was man mit Virtual Reality alles erleben kann, als ein Spiel. Wirklich spielen tun wir nicht. Was sehen wir hier? Geräusche hier gerade unterwegs. Ich sehe hier nichts auf mich zukommen oder sowas. Oder einstürzen. Ha. Verzieht euch alle, ich habe Magic Licht hier. Oder doch nicht. Okay, es lag doch nicht am Licht, oder? Doch, ein bisschen schon. Ja. Oh. Licht kaputt. Hallo? Ist das Ding an? Ich sehe nichts. Wow. Das wirklich sehen können, sowas. Stellt euch mal vor, ihr seid im echten Leben dabei und guckt euch das an. Oder könnt das sehen? Hautnah. Abgesehen von dem Nasswerden-Part ist das richtig nice. Aber ich weiß gar nicht, ob man wirklich so tief tauchen könnte, ohne Probleme, nur wegen so einem Käfig. Falls sich jemand damit auskennt, ab in die Kommentare schreiben. Puh. Geil. Ich hoffe mal, dass jetzt das Spiel nicht komplett beendet, sondern einfach nur das Unterwasser-Ding. Übrigens, das ist theoretisch kein Problem mit der VR-Brille hier, wenn man Brillenträger ist. Allerdings habe ich das Gefühl, man kann das nicht so nah dann an die Augen bringen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel unten noch so einen kleinen Lichtschein drunter. Und außerdem, wenn ich zu viel atme und zu viel an das Mikrofon touche. Oh, sorry. Wenn ich zu viel atme, habe ich eben halt noch das Problem, dass das da drin beschlägt. Also schwer atmen oder falsch atmen, irgendwie versehentlich da reinpuste oder sowas. Das ist dann natürlich nicht so geil. Aber okay, zurück zu PlayStation VR und das nächste Spiel sozusagen angucken. Wird jetzt ein bisschen länger, weil ich pro Spiel mache und PlayStation VR ist eigentlich ein Spiel. Aber dann, ja. Hatte jetzt auch keine Lust, für jedes einzelne Spiel innerhalb von PlayStation VR noch ein eigenes Video zu machen. Aber, naja, passt schon. Hoffe ich.
Gehirn klappt irgendwie nicht so richtig. Dann setze ich mich halt um. So. Scavengers. Bam. Odyssey. Springe in ein Alien-Geländefahrzeug, erkunde einen gefährlichen Nebel und beschaffe ein mysteriöses Artefakt. Wieder. 360 Grad Bewegung. Wird mit Wireless-Controller gespielt. Hab ich. Donk. Wie, das kann ich gar nicht spielen? Nicht in der Demo enthalten, wie sonst. Idiot. Wollte ich mit der freien Hand spielen. Okay. Fühle den Rausch eines illegalen Straßenrennens und rase durch den Verkehr mit einem Berg hinab. Poste deine Bestzeiten in den Online-Bestlisten, gesteuert mit dem VR-Headset. Au. Das schlage ich auch um die Brille. Okay, aber das kann ich auch nicht spielen. Das ist ein bisschen enttäuschend gerade. Wieder. Ich will immer mit deiner Hand noch dazu schlagen. Okay, hier steige in die kriminelle Londoner Unterwelt ein und erlebe einen düsteren Gangster-Thriller. Wird mit zwei Motion-Controllern oder einem Wireless-Controller gespielt. Erweitertes Spielerlebnis mit zwei PlayStation Move-Controllern. Motion-Controllern. Eins und zwei. Boah, das darf ich sogar spielen. Ein illegaler Untergrund-Schießstand. Post deine Bestzeiten in der Online-Bestenliste. Mickeys Schießstand. Das Tutorial darf ich nicht spielen, okay? Aber hiermit kann ich nicht mehr zuschlagen, das ist ein bisschen nervend. Ich will zuschlagen. Oh, ich fliege Kugeln runter. Objekte aufheben, L2 oder R2 halten. Aber ich will mit den Move-Controllern spielen, weil man kennt ja die jetzt hier nicht. Hä? Muss ich nochmal kurz die Brille abnehmen? Wieso geht das jetzt nicht, Boys und Girls? Schalten wir den mal aus. Welcher ist jetzt aus? Der. Schon wieder aus. Vielleicht sind die ja jetzt da. Nee. Okay, dann macht das hier Probleme. Dann spiele ich doch mit dem Controller. Und habe nur eine Hand. Hast du Angst vor lauten Geräuschen? Lade. Lade? Wie war das jetzt mit Laden?
Scheiße. Ach, was soll man nachladen hier? Da würde ich auf jeden Fall noch mal mit Move-Controllern irgendwie spielen. Schieß auf die roten Flecken für Bonuspunkte. Scheiße. Weiß schon aus, Kanickel. Was war mit dem Kanickel? Mal die Kugeln zählen irgendwie. Okay, das habe ich verkackt. Ja, ich habe Punkte. 83% Präzision ist gar nicht schlecht. Danke. Kann auch funny sein, so ein Rail-Shooter oder so ein, ja, Rail ist es ja nicht wirklich, in dem Moment noch nicht, aber im fertigen Spiel, ne? Aber auf jeden Fall muss das mit den Controllern klappen, in der Vollversion, sonst könnte das, also mit einem PlayStation-Controller normal, fühlt sich das nicht so richtig gut an. Aber wenn man dann hier die Dinge hat und dann so ordentlich so zielen kann, hätte ich schon Bock drauf. Aber ich bin mal gespannt, ob man da noch was spielen kann oder ob der Rest auch nur noch ist. Guck mal, hier so ein Spielmodus wäre dabei gewesen. Aber es ist doof, dass man nach jeder Demo immer komplett ins Menü von PlayStation via Demo zurück muss. Das Spiel komplett neu starten muss. Naja, ist ja nur die Demo. Die Demo. Der, die das. Wie was? Wieso ist er warum? Wer nicht zockt, ist dumm. Oh, Dreck, jetzt habe ich einen Ofen von der Sesamstraße da. Der Gebrauch dieser Software unterliegt den Software-Nutzungsbedingungen unter PlayStation. Habe ich alles gelesen. Alles gelesen. Und bestätigt. Wenn man die Knöpfe drückt, dann leuchtet das ja auch auf hier. Damit ich auch ja sehe, was ich gerade hier mit meinen Fingern mache. So, das hatten wir gesehen, dass wir das nicht spielen können. Boom. Allein das macht schon Bock. Könnte ich den ganzen Tag machen. Boom. 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 Oh. Voll ins Gesicht, oh. Mein Sofa geschlagen. Egal, weiter. Mit Text. Mit dem Kristall kann man nicht so gut spielen. Obwohl auch. Geht auch nicht auch gut. Okay, das haben wir schon gespielt. Danger Ball. Wow. Tschüss. Okay, mach mit beim Sportevent der Zukunft. Aue. Wow, der macht den Boden kaputt.
Meistere Fertigkeiten und besiege deine Rivalen. Wird mit VR-Headset gesteuert. Aber auch das kann ich nicht spielen. Ja, und Ocean Decent, das war's schon. Okay, ja, das war's dann von PlayStation VR, der Demo. Zu. Ja, dem Spiel halt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Peace.